Hallo Folks und willkommen zu einem Gear Review. Heute schauen wir uns an das EG100 Einsteiger-Gitarrenset, bestehend aus Gitarre, Verstärker, einem Buch, ein paar Saiten, natürlich eine Tasche, einem Stimmgerät, drei Plektren und einem Gurt. Wow, das wurde ja nochmal richtig rockig am Ende und alle Gitarrenparts wurden gespielt mit dieser Gitarre von Volt und auch dem Verstärker, den ich jetzt, damit ihr es dann auch wirklich hören könnt, hier über das Mikrofon abnehme. Okay, bevor man Gitarre spielt, bevor man anfängt Gitarre zu spielen, muss man erstmal stimmen und in dem Set ist auch gleich ein Stimmgerät dabei, das schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Also, man klemmt das hier oben dran. Das ist nämlich ein Clip-Tuner. Das Schöne ist, dass man nicht unbedingt jetzt das Kabel rausmachen muss bei der Gitarre, sondern man klippt das einfach hier dran, macht hier oben den Schalter an und dann schlägt man einfach die Saite an und stimmt die Gitarre durch. In meinem Fall habe ich das jetzt schon gemacht, deshalb sieht es hier alles grün aus. Super! Danach kann man das Stimmgerät wieder ausschalten und kann das auch einfach hier oben dran lassen. Das fällt nicht ab, das ist eine super Sache. Okay, haben wir das schon mal geklärt als erstes Accessoire, was dabei ist. Was ich auch ganz toll finde, ist ein Gurt, da Gitarre spielen und vor allen Dingen, sage ich mal, Rockgitarre spielen, ja jetzt keine Sache ist, die nur im Sitzen stattfindet. Ich habe den Gurt schon mal hier dran gemacht. Wenn ich jetzt mal aufstehe, dann könnt ihr gleich sehen, dass die Gitarre auch schön am Körper hängt. Das würde ich immer mal zwischendurch machen und ein bisschen auch im Stehen spielen. Das trainiert dann so ein bisschen, wenn man dann das erste Mal vielleicht im Proberaum bei der Band ist oder irgendwo ein Vorspiel hat. Okay, lasst uns kurz über die Gitarre reden. Die Volt gibt es in Schwarz. Was ist da eigentlich so wichtig an der Gitarre? Naja, okay, sie ist aus Holz, in dem Falle aus Pappel und der Hals ist aus Ahorn. Und das sind zwei wichtige Bestandteile. Pappel ist ein völlig gewöhnliches Holz, was man nimmt zum Bau von E-Gitarren. Da werden auch von sehr viel hochwertigeren Gitarrenbauern Gitarren draus gebaut. Und die Form, die wir hier haben, dieser Gitarre, ist eine Hommage an eine der beliebtesten Gitarrenformen. Es gibt so zwei, die haben sich im Laufe der Jahre durchgesetzt, so seit den 50er Jahren und dazu zählt die. Man könnte jetzt auch sagen, es wäre eine Kopie davon, aber Hommage klingt irgendwie schöner, ne? Schauen wir mal, wir spielen ja elektrische Gitarre, auf die Elektronik dieser Gitarre. Da haben wir es mit drei sogenannten Single-Coil-Tonabnehmern zu tun. Das liegt daran, dass man hier eine Spule hat. Was machen die? Naja, im Prinzip ist das ein bisschen wie Mikrofone. Ja, die nehmen die Schwingung der Saite auf und leiten die dann über dieses Kabel hier drüben zum Verstärker weiter. Gucken wir mal, was wir damit machen können. Wir haben hier einen 5-Wege-Schalter. 5 Wege deshalb, weil der 5 Stellungen hat. 1, 2, 3, 4, 5. Und damit kann ich hier verschiedene Sachen abrufen. So, wir fangen mal ganz vorne an. Dann ist auch dieser Single-Coil-Tonabnehmer hier vorne angeschaltet. Ich schlage jetzt einfach mal eine Saite an. Und ihr hört, das klingt schön rund und voll. Liegt daran, dass die Saite hier vorne
den größten Ausschlag hat. Also da schwingt die am meisten und dann entwickelt sie am meisten Bass. Okay. Spielen wir ein paar Noten dazu. Okay, wenn wir jetzt weiterschalten auf die zweite Position, dann ist nicht nur der vordere an, sondern auch der dahinter. Jetzt passt mal auf, was dann passiert. Ich schalte mal um von dem vorderen runden auf den zweiten. Da merkt ihr, dass oben so ein bisschen was an Britzeln und Höhen dazu kommt. Ja, das ist eine knackigere Einstellung, um einfach nur einen anderen Ton zu bekommen. Speziell Gitarristen, die diese Gitarre spielen, nutzen diese Position sehr, sehr gerne, weil sie auch nur mit dieser Art von Gitarre so abzurufen ist. Gehen wir auf die dritte Position. Nochmal im Vergleich zu ganz vorne. Das ist jetzt nur der in der Mitte. Und wer hätte es gedacht, wenn vorne der meiste Bass ist, dann ist das auch der, der mittigsten klingt. Also. Gehen wir eins weiter. Vorletzte Position. Das ist wieder sowas mit etwas mehr Knack dabei. Ich mache nochmal den Vergleich zu ganz vorne. Da wird es schon richtig schön höhenreich. Ne? Diese Position habe ich zum Beispiel verwendet für diese Reggae-Gitarre am Anfang des Stückes. Letzte Position, wenn vorne am meisten Bass ist, ja, dann muss hinten am meisten Höhe sein. Vergleich zu vorne. So, hättet ihr gedacht, dass so eine E-Gitarre an sich schon so viele verschiedene Sounds rausbringen kann? Ich glaube nicht, ne? Gut, jetzt haben wir hier noch so ein paar Regler. Die sind relativ einfach erklärt, das kennt ihr von eurer Stereoanlage. Passt mal auf. Ihr seht schon, ich drehe hier immer dran rum. Ich bin jetzt auf dem vorderen Tonartmimmer. Aha, das ist also Lautstärke. Damit kann man regeln, wie laut und leise man ist. Das wird jetzt gleich ein bisschen verwirrend, weil beim Verstärker ist auch einer dran, aber eins nach dem anderen. Die zwei anderen Regler, die wir haben, nennen sich Tone. Das ist jetzt ähnlich wie bei der Stereoanlage, habt ihr vielleicht Bässe und Höhe. Das ist hier nicht so der Fall, sondern hier wird einfach nur die Höhen rausgeregelt. So, ich fange mal vorne an. Da wird es dann so ein bisschen mumpfig und dumpf. Also wenn einem das immer noch zu nicht bassig genug ist, was wir hier vorne haben, dann kann man hier an diesem Regler den vorderen noch runterdrehen. Gut. Zweiter Regler hinten, beziehungsweise insgesamt dritter Tonregler. Regelt den Ton des mittleren Tonabnehmers. Der hintere hat keinen Tonregler. Der sollte immer dafür da sein, einen ganz höhenreichen Sound zu produzieren. Hat man damals 1952 so entschieden und seitdem hat sich nichts geändert. Gut. Okay, damit hätten wir das hier erklärt, was an der Gitarre rauszuholen ist. Gucken wir ein Stückchen weiter, gucken wir uns den Verstärker an. Der Volt V10 sagt schon im Namen, es ist ein 10 Watt Verstärker. Das reicht. Ich bin jetzt hier so auf, naja, 9 Uhr ist der Lautstärkeregler gerade eingestellt. Das ist laut genug, um hier ein Gespräch zu übertönen. Moment, ich habe hier noch den Regler zu. Danke.
kann man schon, das ist ungefähr Sprachlautstärke. Dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn ich das noch ein bisschen lauter drehe. Da kommt mächtig Dampf raus. Aber für zu Hause zum Üben ist das vollkommen ausreichend. Ich habe euch schon gesagt, jetzt ist da dieser Lautstärkeregler dran. Wie ich jetzt regle, ist relativ egal. Ja, ob ich jetzt hier lauter und leiser mache oder da, hat in diesem Zustand erstmal keine Auswirkung. Das ist halt näher dran. Also bevor ich aufstehe und darüber laufe zum Verstärker, der ja eventuell ein bisschen weiter wegsteht, ja, ist das in Ordnung. Übrigens, weiter wegstehen, das Kabel sind meines Erachtens 2 Meter. Ja, damit kann man sich gegenüber seinen Verstärker setzen und dort in Ruhe üben. Das reicht voll und ganz für zu Hause aus. Was wir jetzt hier wirklich dran haben, ist Bass- und Höhenregelung. Da habt ihr schon gesehen, ich habe die Bässe relativ weit oben und die Höhen ein bisschen runtergedreht. Damit kann man noch ein bisschen experimentieren, wenn man denn dann will. Besonderheit bei dem Verstärker ist, er hat schon einen Verzerrer eingebaut. Das habt ihr bei dem Song am Anfang auch gehört. Das klingt dann so. Probieren wir das gerade nochmal hier aus. Ich stelle mal einen clean Sound an. Jetzt habe ich hier diesen kleinen Drücker. Wenn ich den reindrücke, merkt ihr schon, da wird er so ein bisschen aggressiver. Das kann ich jetzt verstärken, indem ich den hinteren Tonarten mehr einstelle. Und jetzt drehe ich hier vorne mal den Gain-Regler auf. Ja, und damit kann ich dann schon mal anfangen, so ein bisschen Rock-Soli zu spielen. Das ganze Solo in dem Song am Anfang ist genau damit entstanden. Eine Besonderheit sage ich euch noch zum Verstärker. Hier gibt es vorne einen Aux-In. Da könnt ihr zum Beispiel euren iPod oder euer Handy anschließen und dann zu Tonbeispielen üben. Da gibt es mittlerweile im Internet eine ganze Menge Playbacks und dann kann man da drüber spielen. Ja, und hat dann beides über diesen Lautsprecher, hört man da. Man muss also nicht noch ein extra Gerät haben. Hier neben gibt es einen Kopfhörerausgang. Wenn dann nach 10 Uhr vielleicht doch noch geübt werden möchte und man denkt, das ist zu laut für die Nachbarn, dann setzt man sich einfach einen Kopfhörer auf. Die Gitarre an sich ist ja nahezu geräuschlos. Die wird ja erst verstärkt durch den Verstärker. Darum heißt er, glaube ich, auch so. Ja, also macht Sinn. Ich möchte euch noch was zeigen, weil die meisten Gitarre spielen wahrscheinlich so mit den Fingern kennen, aber E-Gitarre spielen, da benutzt man hier in der Regel so ein Plektrum für. Davon sind gleich 3 Stück dabei. Ihr werdet sehr schnell merken, wenn ihr mit Gitarre anfangt, es gibt ein schwarzes Loch in der Mitte des Universums und das verschluckt diese Dinger. Man legt das so hier hin, dreht sich um und dann ist es nicht mehr da. Das passiert mir tagtäglich, wird euch dann genauso gehen. Viel Spaß beim Suchen. Ein weiteres Verschleißteil bei einer Gitarre sind die Saiten. Und da finde ich es total toll, dass bei diesem Volt-Set gleich ein Satz Saiten dabei ist, weil es gibt, glaube ich, nichts Nervigeres, als wenn man mitten im Üben ist, das Set neu hat und dann reißt einem eine Saite und man hat keine Ersatzsaiten dabei. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Gerade am Anfang langt man vielleicht doch mal ein bisschen zu viel in die Gitarre rein, weil man so völlig euphorisch ist und dann so ein bisschen übt und es ist Metall und irgendwann ist Metall auch einfach mal durch. Also da bitte keine Träne vergießen deswegen, wenn deine Saite reißt. Das ist völlig normal und das soll auch so sein, weil wenn sie reißen, dann klangen sie auch vorher bestimmt schon lange nicht mehr gut. Auch ganz, ganz wichtig, wir möchten nochmal darauf hinweisen von Georg Wolf, Electric Guitar Basics, ein Buch. Ein Buch, in dem nicht nur gezeigt wird, wie ihr die ersten Akkorde spielt. Übrigens, ich habe mir das gleich auch mal angeguckt und habe den Song, den ihr am Anfang hört, mit den ersten Akkorden auch gemacht, die hier drin sind, nämlich A-Moll und E-Moll. Also dementsprechend
ist das hier ein schöner Anfang und hat mich auch inspiriert. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass alles, was ich jetzt hier euch erklärt habe, steht hier vorne nochmal drin, nämlich was sind die einzelnen Teile und wie heißen die, dass man eben nicht so sich ein neues Vokabular erfindet zu einer Gitarre, sondern gleich weiß, das ist jetzt hier der Korpus oder der Body und das sind die Tonabnehmer. Und das ist der Vibrato-Hebel. Das zeige ich euch jetzt gleich zum Abschluss nochmal, was man mit dem machen kann. Und dann verabschieden wir uns auch schon. Und ich wünsche euch viel Spaß mit eurem neuen Volt-Einsteigersatz EG100 mit Gitarre, Gurt, Verstärker, allem, was ihr braucht. Ihr könnt sofort loslegen. Also, haut rein und ich mache jetzt mal hier den Schlussakkord. Ciao.